Willkommen zu unserem Review über Blockpit. In diesem Video erfährst du das Wichtigste, was du über die Software zur Erstellung von Steuererklärungen für Bitcoin und andere Kryptowährungen wissen solltest. Wir betrachten die Funktionen, werfen einen Blick auf Kosten und Zahlarten, untersuchen unterstützte Börsen, Coins und Wallets und beleuchten sowohl den Support als auch die Benutzerfreundlichkeit des Kryptosteuertools Blockpit. Zum Ende des Videos erfährst du, welche Erfahrungen unsere Community mit Blockpit gemacht hat und wie das Testergebnis ausfällt. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es noch viele weitere Tests und Tutorials. Außerdem versorgen wir dich regelmäßig mit News zu Bitcoin und Kryptowährungen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Blockpit ist einer der führenden Anbieter für das Tracking von Kryptowährungstransaktionen. Das Kryptosteuertool bietet eine umfassende Lösung für automatisiertes Steuerreporting. Die Software berücksichtigt Veräußerungen, die außerhalb der Haltefristen oder unterhalb der Freigrenzen liegen, um sicherzustellen, dass Trader weder zu viel noch zu wenig Kryptosteuern zahlen. Neben dem Handel erfasst Blockpit auch Einkünfte aus Mining, Lending, Airdrops, Staking und anderen Quellen. Unterstützt werden alle Coins, die auf CoinMarketCap gelistet sind. Das Herzstück von Blockpit ist das automatisierte Steuerreporting. Zusätzlich bietet die Software einen Portfolio-Tracker und Lösungen zur Einhaltung von AML-Vorgaben. Blockpit unterstützt Steuerregelungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in vielen weiteren Ländern. Das Portfolio-Tracking ist grundsätzlich kostenlos. Weitere Features von Blockpit sind mit Kosten verbunden. Die Kosten der unterschiedlichen Blockpit-Modelle richten sich unter anderem nach der Anzahl der Transaktionen und bewegen sich im branchenüblichen Rahmen. Akzeptierte Zahlungsmethoden sind unter anderem Kreditkarte, SEPA, PayPal und Klarna. Der Portfolio-Tracker ist übersichtlich und ermöglicht es Nutzern, die Performance ihrer Assets im Blick zu behalten. Für eine optimale Erfahrung vereinfacht Blockpit die steuerliche Abwicklung und stellt dem Nutzer alle wichtigen Hilfsmittel für die Steuererklärung zur Verfügung. Das Hinzufügen der Wallet-Adressen ist dabei schnell und unkompliziert. Das Helpcenter sowie Blogartikel zur steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen sind auf Deutsch und Englisch verfügbar. Auch ein Mail-Support und sogar ein Community-Board stehen zur Verfügung. Darüber hinaus ist es möglich, Profis für Tech- und Steuerberatung zu buchen. Darunter auch CEO Florian Wimmer. Blockpit verfügt ebenfalls über einen Chatbot, der einem bei Fragen und Problemen hilft. Zu Redaktionsschluss dieses Videos liegen uns 378 Bewertungen und Erfahrungen zum Kryptosteuertool Blockpit vor. Diese haben zu einer Gesamtbewertung von 4,73 Sternen geführt. Damit ist Blockpit derzeit das beste Kryptosteuertool in unserem Vergleich. Die wichtigsten Bewertungskriterien im Test waren die Benutzerfreundlichkeit, das Leistungsangebot und der Kundensupport. Wenn du einen detaillierten Blick auf die Bewertungen und Erfahrungsberichte werfen möchtest, schau am besten direkt auf unserer Website vorbei. Solltest du bereits selbst Erfahrungen mit Blockpit gesammelt haben, schreib sie gerne in die Kommentare unter diesem Video oder verfasse einen Erfahrungsbericht auf unserer Website. So hilfst du anderen dabei, die am besten für sie geeignete Software zur Steuererklärung für Bitcoin und Kryptowährungen zu finden. Wenn du direkt mit der Nutzung von Blockpit starten möchtest, klicke einfach auf den eingeblendeten Link. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an. Bis zum nächsten Mal!